Willkommen zu einem neuen Video von mir, PlayStation 1, und ja, wir spielen mal wieder Dead by Daylight alleine. Und wir spielen mal wieder Überlebender. Vielleicht spiele ich auch gleich wieder Killer, wer weiß. Und ja, ich werde mal direkt in ein Spiel reingehen, oder sehen wir uns gleich. Ich weiß nicht. Bin ich hier unbedingt sicher? Ich weiß nicht, ist es jetzt der Geist, Fallstelle oder Hinterwäldler? Ich weiß es nicht. Ich bleibe immer besser hier im Schatten, also hier in den Ecken. Oh. Es ist der Fallensteller. Ganz klar gesehen. Was ist der? Okay. Ach toll, jetzt kommt er bestimmt her. Stecke mich lieber. Irgendwo könnte aber doch ein Schrank sein. Wo? Ich könnte den Generator machen. Aber ich weiß nicht, ob das klug wäre. Da liegt er. Immer schön die Knicktimme, wenn es machen, sonst werde ich den Killer hierher bringen. Dann werde ich vielleicht entdeckt. Ich werde auch sowieso, wenn ich mich nicht beeile. Sollte mich besser verstecken. Falle? Hier? Mein Gott, das war knapp. Es ist nicht gut, sie zu entschärfen, während ich noch hier bin. Dann kommt er her und überprüft, wer das war. Und dann sucht er bestimmt den Schrank ab und... Toll. Wenn ich jetzt noch meinen Generator mache, dann brauchen wir nur noch einen und dann können wir direkt fliehen. Immer auf die Falle aufpassen, nicht, dass ich aus Versehen reintrete. Weiter geht's. Ich spiele noch gegen den Fallstein und nicht gegen den Geist. Bis gleich. Okay, fertig. Okay, jetzt schnell die Falle. Während ich noch Zeit habe. Okay. Ich sollte mich jetzt verstecken, sonst kommt er her. Der kommt jetzt her und wird gucken, wer das mit der Falle war. Ich glaube, dann sollte ich lieber gehen. Und zwar schnell. Hey, ist eine Kiste. Ich weiß nicht, ob es klug ist, jetzt hier zu suchen, wobei der jetzt eh auf dem Weg hierher ist, aber YOLO. Oh, der Ausgang ist frei. Und ich habe ein Medikit gefunden. Das wird mir helfen, wenn ich richtig verletzt bin. Okay. Ich sollte jetzt den Ausgang suchen. Nicht rennen. Sonst bin ich in Gefahr. Okay. Langsam. Scheiße, wenn er den Ausgang campt.
Das wäre jetzt richtig läppsch. Der Ausgang müsste da sein. Bitte sei nicht da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss rennen. Scheiße. Du kriegst mich nie. Ich bin entkommen. Okay. Ihr habt gerade gesehen, ich bin entkommen. Auch wenn ich da direkt reinlaufen musste. Ich hätte auch andersrum gehen können, aber dann... Ja, dann hätte er kommen können, hätte mich wahrscheinlich eh gekriegt. Und ja, dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde. Okay. Bitte, bitte nicht. Bitte sei nicht der Geist, bitte nicht. Ruhig hier. Zu ruhig. Und da ist, glaube ich, schon der Ausgang. Oh. Nein. Oh nein. Nein! Ah, verfehlt. Verdammt. Verdammt. Ah! Shit. Ah! Na komm doch! Komm doch! Na komm doch! Oh shit! Er hat wohl genug des vom Spielen. Hey! Was soll das? Ich will da rüber! Hä? Hä? Lol. Leck. Hä? Oh, jetzt. Okay. Sieht so aus, als wäre ich ihm entkommen. Na, Marius. Hä? Wieso bin ich wieder da? Das mache ich ja besser auch. Da ist einer. Okay. Hier ist ein Generator. Hey, ich habe eine gute Idee. Nicht auffällig. Könnte mir aber etwas Zeit verschaffen, damit ich weiß, wo genau der ist. Ups! Das war blöd. Kommt. Oh je! Wie knapp! Der hätte mich sehen können! Hä? Da hat er sich also versteckt. Oh. Oh je, er wurde erwischt. Ist eine Falle. Ein Generator hat er. Hat er ihn jetzt gerade fallen lassen? Nein. Okay, da hat wohl gerade jetzt nicht genau hingehört. Also hat das jetzt auch mal ignoriert, weil er eigentlich nur mit seiner Beute jetzt erstmal allein sein möchte. Nicht in dem Sinne von allein sein. Oh, wo denkt ihr denn hin? Okay, jetzt wurde er aufgehangen. Unter Frage der Zeit, bis ich dran bin. Oh, ist wieder frei. Okay.
da drin. Das werde ich wohl nie erfahren. Oh shit! Ich muss mich konzentrieren. Okay, er kommt nicht. Ich traue dem irgendwie nicht. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er ist hier. Scheint wohl weg zu sein. Einfach warten. Ich muss warten, bis er weg ist. Er hat eine Falle aufgestellt. Ich sollte vorsichtig sein. Oh oh. Jemand wurde in der Falle gefangen. Sie hat eine Taschenlampe da unten gefunden. Okay, die hat sich wohl auch versteckt. Ich mach das hier runter, nur für den Fall, dann kommt der nicht so gut rüber. Das ist ein Generator. Ach, stimmt ja, die Falle. Ist besser schnell verstecken, der wird herkommen. Obwohl, ich sollte besser meinem Generator helfen. Der letzte Generator. Dann haben wir alle. Da hinten ist der. Ich ihn gesehen. Aber nicht sie weg hier.
Komm schon, beeil dich. Er kommt bestimmt gleich her. Scheiße, schnell. Da ist er. Okay. Ich bin ihm entkommen. Puh, das war knapp. Wäre ich noch länger da gewesen, hätte er mich wohl gekriegt. Weil ich hätte trotzdem noch entkommen können. Alles klar. Zweite Runde wohl auch überlebt. Na, das ist wohl ein riesiges Glück, würde ich mal sagen. Okay, dann werde ich jetzt als den Killer spielen. Dann sehen wir uns mal gleich wieder. Okay, ich bin jetzt der Killer, wie ihr jetzt sehen könnt. Ich bin mal wieder der Hinterwäldler. Und ja, dann gucken wir mal, ob ich jetzt diesmal Glück habe. Es sind nur drei in dem Spiel. Das ist ein bisschen komisch. Hoffentlich. Okay. Da läuft jemand. Erwischt. Die hätte laufen sollen. Ich soll mich beeilen. Ich kann sie nicht lange tragen. Sie wird sich irgendwann von selbst befreien. Okay. Da. So, für den Fall, dass jetzt jemand kommt und sie retten möchte, kann ich direkt eingreifen und sagen, nö. Du rettest sie nicht. Hey, das ist ja eine Leiter. Wow. Aber da kann man leider nicht hoch. Ich glaube, besser hier stehen. Weil sonst sehen die mich durch das Loch und dann werden die es nicht mal wagen, aber sollten die ja auch nicht. Und ich möchte gerne noch ein weiteres Ziel haben. Gleich muss sie gegen die Stacheln kämpfen vom Entitus. Oder eher gegen den Entitus. Wäre aber auch ein bisschen cool, wenn man andere Eliminierungsmethoden hätte und nicht nur so mit dem Haken und so weiter für die Killer. Ich hoffe mal, Behavior Interactive arbeitet daran. Das war's für sie. Sie hat wohl gedacht, die anderen wollen hier nicht zu Hilfe kommen. Okay. Erstes Opfer. Jetzt bleiben noch zwei. Wobei ich denke, das sei jetzt ein Überleben. Das ist doch nur eine Krähe. Ach. Ah, hätte ja sein können. Da oben hätte ich sie auch hinkennen können, aber das wäre viel zu weit gewesen. Außerdem wäre es viel zu offensichtlich. Dann dauert es ja eh nicht lange, bis die eine wieder befreien.
laufen. Warum sollte ich denken, dass... vielleicht da hinten. Da hinten. Da hat jemand gerade einen Generator abgeschlossen. Da! Ich hab grad einen gefunden. Aber wo? Das ist komisch. Ich gucke irgendwo hin und er sagt mir, ich hätte jemanden gefunden. Aber wo? Vielleicht verstecken die sich ja da. Hey, das ist aber komisch. Das ist wirklich ein bisschen. Noch ein Generator. Wenn das so weitergeht, dann könnt ihr noch entkommen. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wo der eine Generator ist. Den wir aktiviert haben. Der hier geht also noch nicht. Der hintere, da weiß ich schon, der geht. Weil jemand wird vielleicht gleich hierher kommen. Hier läuft auch schon. Irgendwo sind die. Irgendwo bei einem leeren Generator. Hier ist die Falltür. Oh. Dann wird es richtig einfach für die zu entkommen, wenn nur noch eine übrig ist. Ah, ich muss mich beeilen. Die müssen hier irgendwo sein. Ist ja jemand da unten und sucht gerade vielleicht etwas. Nein, hier war... Hier ist das schon. Aber man, es schadet ja nicht nachzuschauen. Der Ausgang. Mist. Ich muss schnell den Aus... Ich muss schnell zum Ausgang. Bevor die anderen es können. Lass nicht zu, dass sie den ausweichen. Da hinten. Der andere wird vermutlich noch entkommen. Ich muss schnell da hin. Verdammt, der ist schon entkommen. Ach, das war leider nicht so gut. Naja, wenigstens etwas. Okay, und damit war es dann auch mit dieser Folge Dead by Daylight. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn ihr wollt, gerne das Video liken, Kommentare unten in der Kommentarbox, gerne auch gutes Feedback und abonniert mich, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.